knusprige, saftige Weihnachtsgans. Wie das funktioniert, zeige ich euch in diesem Video. Heute wird es ernst. Und zwar richtig ernst. Denn Weihnachten ist kein Spaß. Jedenfalls nicht für den, der in der Küche steht und der die Verantwortung hat, die perfekte Weihnachtsgans zu garen. Und genau für dich ist dieses Video. Na, du alte Gans. Hey! Ich meine nicht dich. Nein, nein, nein. Nein, nein. Es ist auch eine junge Gans. Ich meinte wieder nicht dich. Das ist sie also, unser Hauptdarsteller heute. Also, was das Wichtigste ist, macht euch die Mühe und sorgt dafür, dass wirklich alle Federkiele herunter sind. So ganz, ganz kleine, die dürfen gerne mal übersehen werden, aber die großen müssen runter. Und sie muss von innen sauber sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn da noch Blutgerinnsel drin sind, das macht einfach keinen Spaß. Saubere Küche, Hochachtung vor dem Lebensmittel, mit Liebe kochen, da gehört auch Sauberkeit dazu. Außerdem wollen wir die Gans nachher füllen. Was wir als allererstes machen, wir stellen, das habe ich hier schon mal vorbereitet, das ist wie im Fernsehen, einen großen Topf auf mit Wasser und da geben wir schon mal kräftig Salz hinein und das darf dann schon mal anfangen zu kochen, also es muss wirklich kräftig gesalzen sein. Und in dieses Wasser gebe ich auch gleich für eine Weihnachtsgans 2 Zwiebeln und 2 Äpfel und ihr seht, ich habe das einfach mit Schale und Kerngehäuse klein geschnitten, weil es kommt gar nicht drauf an, weil das wird nicht mitgegessen, das soll uns nur Geschmack geben und deswegen alles so wie es ist mit Kerngehäuse hinein in das Wasser. Die Gans selber ist ja der Hauptdarsteller. Was wir zuallererst machen, wir müssen sie ein bisschen vorbereiten. Wir haben ja diese wunderbaren großen Flügel und der Flügelknochen, da ist das Gelenk und da gehen wir einmal durch. Dann brauchen wir auch nicht großartig hacken. So, und weg ist dieser Flügel. Den Flügel schneiden wir auf beiden Seiten ab. Der wird dann in Stücke gehackt, nicht zu groß und den heben wir uns auf. Davon machen wir die Soße. Genauso kam ein Filmer bitte hinein. Wir haben aus den Innereien, da ist immer der Hals dabei, der ist einmal durchgeschnitten. Auch den Hals schneiden wir in mehrere kleine Stücke und setzen davon zusammen mit den Flügelknochen die Soße an. Und was wir außerdem noch haben, das ist der Magen und das ist das Herz der Gans. Nun kann man natürlich ein wunderbares Gericht kochen, Gänseklein. Wer das nicht so gerne hat, kann das natürlich auch mit zur Soße nehmen. Ansonsten einfrieren, aufbewahren fürs nächste Gänseklein. Und das Allerwichtigste ist diese wunderbare Gänseleber. Schaut euch die Qualität an. Wir haben ja jetzt gerade den Rotkohlfilm veröffentlicht, wo wir den Wildschweinschinken an die Seite gelegt haben. Haben gesagt, da geht auch wunderbar eine gebratene Entenbrust dazu. Aber die Leber, kurz in Mehl gewendet, ganz zärtlich angebraten, dazu diese glasierten Trauben als Vorspeise zu eurem Weihnachtsessen. Ganz perfekt. Ganz perfekt. Ich werde euch in diesem Film nicht zeigen, wie wir diese Gänsesoße ansetzen. Aber da blenden wir jetzt gerade den Film ein, wie mache ich die perfekte Jus. In dem Fall war es so, wir haben Schweinefleischknochen genommen. Tauscht die durch eure Gänseknochen und ihr habt den wunderbarsten Soßenansatz. Nächster Step. Wir haben hier den Bürzel. Nun gibt es bestimmt einen Aufschrei der Entrüstung, weil ich diesen Bürzel wegschneide. In diesem Bürzel sitzen die Fettdrüsen des Geflügels. Die Gans braucht dieses Fett, um ihr Federkleid wasserfest zu machen. Es gibt so viele Herrschaften, die sagen, das ist das Beste an der Gans. Wer es gerne hat, lässt es dran. Wer es nicht mag, so wie ich, legt es an die Seite. Ich nehme es noch nicht einmal für die Soße. Das Letzte, was wir tun, wir haben hier die Halshaut, schneide ich auch weg. Auch davon mache ich meine Soße. Es kommt also mit in meinen Soßentopf.
Und schon ist meine Gans für mein Rezept vorbereitet. Anstatt die Gans in die Röhre zu schieben, stellen wir eine Szene von Baywatch nach. Und zwar kommt die Gans in unser leicht gesalzenes Wasser hinein. Ist das heißes Wasser? Natürlich, das ist kochendes Wasser. Es fängt jetzt gerade an zu kochen. So, zu der Gans geben wir jetzt 3 gehäufte Esslöffel Beifuß. Das ist das typische Gewürz für unseren Gänsebraten. Und sobald diese Gans kocht, lassen wir sie 1 Stunde und 10 Minuten langsam vor sich hin köcheln. Und dann kommt Schritt Nummer 2. Die Füllung einer Gans ist äußerst beliebt. Wie gesagt, wir haben Äpfel, 4 Stück für jeden theoretisch ein. Dann eine Zwiebel. Wir haben hier ganz schöne Rosinen. Wer keine Rosinen mag, gerne weglassen, überhaupt kein Problem. Blättrige Mandeln und wir haben Paniermehl. Und die Äpfel werden geschält, fein gewürfelt und dann geben wir alles zusammen. Und da gebe ich jetzt schon mal unsere Rosinen da drauf. Und noch einmal, wer sie nicht mag, möge sie weglassen. Mandeln dazu. Und unser Panierbrot, da geben wir jetzt diese fein geschnittenen Zwiebeln dazu. Die bringen uns noch zusätzlich Geschmack. Und kräftig Majoran. Wir haben bei der Gans selber Beifuß, aber hier bei der Füllung nehme ich lieber Majoran. Schmeckt mir ein bisschen besser. Salz und Pfeffer. Die Füllung rühren wir einmal durch, stellen sie kalt und wir warten nur noch auf die restlichen 45 Minuten, bis unsere Gans vorgekocht ist. So, 1 Stunde und 10 Minuten sind rum und ich gebe zu, von einer knusprigen Weihnachtsgans sind wir im Moment noch weit entfernt. Müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass euch das heiße Wasser nicht über die Hand läuft und dann setzen wir die Gans direkt auf dem Backblech ab. So, schaut mal, ihr Lieben, die Gans ist jetzt raus und wenn man genau hinschaut, haben wir hier oben drauf das beste Gänsefett überhaupt. Carmen, kannst du das so ein bisschen erkennen, dass das Fett da oben runterläuft? Ja. Und wenn man das jetzt nur ein wenig erkalten lassen würde, dann haben wir schneeweißes Gänsefett. Frage, was machen wir damit? Zu der Gans brauchen wir ja wahrscheinlich Rotkohl. Den kann man wunderbar mit diesem Gänseschmalz ansetzen. Eine zweite gute Idee, in das kalte Gänseschmalz Apfelstückchen und Röstzwiebeln, Salz, Pfeffer drunter arbeiten und als Vorspeise zu unserem Gänseessen mit einem Walnussbrot. Super lecker. Wir nehmen ein wenig was von diesem Gänsefett und da ist auch noch ein bisschen Brühe unten drunter und geben das nochmal so 2 Kellen auf unsere Füllung drauf, sodass das noch ein bisschen mehr Geschmack bekommt und so geben wir der Gans ihr Fett zurück. So, in unsere noch heiße Gans geben wir jetzt vorsichtig unsere Füllung hinein. Und eure Weihnachtsgans könnt ihr so vorbereiten, bis eure Gäste da sind. Das heißt, ihr habt ja im Moment gar nicht viel Stress gehabt. Ihr habt die Gans genommen, sauber gemacht, vorgekocht, die Füllung gemacht, Gans gefüllt. Und jetzt wartet sie drauf, dass sie in den Backofen kommt. Und die reine Garzeit jetzt im Ofen, 30 Minuten auf 180 Grad. Und die letzten 10 Minuten drehen wir es hoch auf 210 Grad und lassen sie dann ganz besonders knusprig werden. So, 30 Minuten sind rum. Schau mal, sie sieht ja jetzt schon nach Gans aus, ja, oder? Was jetzt noch fehlt, ist das Knusprige. Und deswegen die letzten 10 Minuten auf 210 Grad. Wie knusprig sie ist. Goldgelb, oder? So, jetzt wollen wir sie mal aufschneiden. Das geht ganz gut, indem man jetzt hier bei der Keule nur so einen kleinen Schnitt macht. Und dann kann man schon hier diese Tasche erkennen. Da wollen wir rein. Und jetzt legen wir unsere Gans mal ein bisschen, ganz bewusst mal hier rüber. Und jetzt kann man schon erkennen, schau dir bitte an, wie saftig unsere Gans ist, oder? Wow, ja wirklich, saftig und knusprig. Also besser geht es ja nicht. Und jetzt kann man praktisch genau da einmal durch das Gelenk. Und dann wird praktisch der Unterschenkelknochen so serviert, auch nochmal eben kurz
unsere Brust herunter, kurz angeschnitten. Hier ist das Brustbein, hier in der Mitte. Da muss man praktisch auf beiden Seiten schneiden, das ist wichtig. Und dann lösen wir das so aus. Guck mal. Hier ist dann praktisch das Gelenk, da an dieser Stelle, da. Da müssen wir einmal durch. So. Das ist praktisch die zweite Hälfte, also die andere Seite. Wenn wir das jetzt am Tisch aufschneiden, schneide ich jetzt hier den Flügelknochen weg. So. Und jetzt habe ich hier die saftige Gänsebrust, die ich jetzt nur noch aufschneiden brauche. Schau dir das bitte an. Wow. Sieht das gut aus oder sieht das gut aus? Schau mal. Super. Und man sieht den Saft von unserer Gans. Das machen wir auf beiden Seiten. Und dann haben wir ja hier schon die erste Füllung dazu, die uns rausgefallen ist. Da ist natürlich noch viel mehr drin. So funktioniert das Ganze. Heiß, 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 heiß. So unglaublich saftig. Ihr habt es gesehen, das kann man nicht stellen. Das ist einfach gut. Besser geht es nicht. Wenn du mehr als 4 Gäste hast und du möchtest mehr Gänsebraten haben, empfehle ich dir, schau dir bitte den anderen Gänsefilm an. Da zeige ich dir, wie du diese Gans, wenn sie denn aus dem Ofen kommt, aufschneidest, wenn sie kalt ist und dann regenerieren. Geht genauso gut und du hast jede Menge Zeit, um deine Soße vorzubereiten. Weihnachtsgans. Unglaublicherweise erst kochen, dann zärtlich braten. Und dann aufknuspern. Super einfach, super risikoarm. Herz, was willst du mehr? Über einen Daumen hoch würden wir uns freuen, über ein Abo noch viel mehr. Und wir wünschen euch viel Erfolg beim Nachkochen an den Feiertagen. Ciao. Wir haben euch lieb. Ciao. Ja, unbedingt. Tschüss.